Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Infovideo für euch. Und zwar heute mit dem Uploadplan für diesen kommenden Monat, der ja jetzt eigentlich schon angefangen hat, nämlich Oktober 2014. Ja, ihr könnt schon aufgrund der Hintergrundbilder erkennen, dass in diesem Monat ein neues Spiel bei mir auf dem Kanal erscheinen wird, nämlich kein geringeres als Drive Club, das ja jetzt am 7. Oktober oder am 9. Oktober, genau, exklusiv für die PS4 auf den Markt kommen wird. Und ich freue mich schon sehr, sehr lange auf dieses Spiel. Ja, es wurde ja lange angekündigt, sollte eigentlich schon zum Release der PS4 mit veröffentlicht werden, aber wurde dann verschoben, weil das Spiel noch geändert werden sollte. Am Anfang hatte ich eigentlich weniger Interesse an dem Spiel. Ich dachte, das ist nur so ein ganz normaler Standard-Racer, so ein Arcade-Ding. Aber jetzt mittlerweile, wo immer mehr Videos rauskamen und das Spiel wirklich noch weiterentwickelt worden ist, habe ich wirklich sehr, sehr viel Vorfreude auf diesen Titel bekommen. Vor allem auch wegen dieser malerisch schönen Super-Grafik, die das Spiel wirklich mit sich bringt. Die Umgebungen sind so mega gut detailliert und grafisch auf so hohem Niveau, dass ich mich einfach schon freue, mit irgendwelchen super Fahrzeugen, Sportwagen, neuen Autos über diese malerischen Gegenden zu heizen. Das Ganze ist nach wie vor ein Arcade-Racer, aber das soll ja jetzt nichts Schlechtes sein. Wir sind natürlich hier eigentlich mehr so Simulationsrennspiele gewohnt auf Gamecore HD, aber man kann ja auch mal zur Auflockerung zwischendurch sowas auch mal anbieten. Es bleibt ja auch ein Rennspiel und ich glaube, diese Bilder, dieses Gameplay wollen wir uns nicht entgehen lassen und deswegen werde ich gerade jetzt im Oktober sehr viel von Drive Club bringen. Ich hoffe, dass das die eingefleischten Simulationsfans jetzt nicht abschreckt und ich hoffe, dass die auch ihren Spaß daran haben werden, einfach nur diese geile Grafik sich auch reinzuziehen und eben mal schöne, schnelle, abwechslungsreiche, dynamische Rennen hat. Und wie gesagt, deswegen werde ich auch, ihr seht jetzt nämlich auch den neuen Upload-Plan, werde ich zumindest in der Release-Woche, die jetzt kommt, also die kommende Woche, werde ich nur Drive Club bringen. Insgesamt 5 Folgen, am Mittwoch soll das Spiel auf den Markt kommen. Ich hoffe natürlich, dass ich es auch pünktlich bekomme, ich habe es vorbestellt bei Amazon. Ich hoffe, die liefern es direkt hierher am Release-Tag. Dann werdet ihr direkt auch schon am Abend die erste Folge haben. Das geht dann bis Sonntag weiter. Dort seht ihr dann also die ganze Woche nur Drive Club, beziehungsweise am Samstag. Freitag und Samstag kommen auch noch Folgen zu den Community-Meisterschaften. Und am Samstag kommt auch noch eine Folge von diesem Spitz Outlast Special, was ich mit 2 Freunden mache, dem Benno und dem Jason. Das ist aber auch nur extra, deswegen steht das auch in keinem der Upload-Pläne dabei. Ja, ich dachte mir so, im Herbst ist das doch eine ganz coole Sache, mal ein Horrorspiel zu haben. Ich habe zwar auch diesen Horror-Kanal, aber das mache ich jetzt einfach hier so nebenbei. Müsst ihr euch nicht angucken, könnt ihr auch einfach beiseite lassen, wenn es euch nicht interessiert. Für alle anderen, die es interessiert, ja, klickt ruhig drauf, ist ganz lustig, denke ich. Und wird für den einen oder anderen Lacher auch sorgen und auch für Horroratmosphäre. Ich denke, das ist für den Herbst mal ganz gut, aber wie gesagt, das ist nur Beiwerk. Ja, schauen wir uns mal den restlichen Monat an. Ich habe oben auch nochmal die Zeiträume reingeschrieben, von wann bis wann diese Upload-Pläne so in Kraft treten. Das geht dann also ganz normal standardmäßig weiter ab der nächsten Woche. Dann gibt es auch wieder Gran Turismo 6 natürlich. Ja, nicht mehr wie gewohnt am Mittwoch und am Freitag, sondern dieses Mal dann von am Dienstag und am Freitag. Dienstag fängt es dann quasi an, die Woche dann immer mit GT6. Mittwoch wird dann Drive Club kommen und auch Samstag und Sonntag wird Drive Club kommen, seht ihr ja hier. Und Sonntag war ja eigentlich immer F1 2013. Das ist jetzt vorgerückt auf Donnerstag, wird jetzt immer diesen Donnerstagspart übernehmen. Und da sind insgesamt jetzt 10 Folgen geplant, das heißt, es läuft noch bis Ende Oktober und dann wird es wahrscheinlich eingestellt. Kommt ja auch F1 2014 auf den Markt und dann werde ich mich auch mehr anderen Spielen widmen, wie zum Beispiel Project Cars und auch The Crew, das werde ich im November mir besorgen und da weiß ich noch nicht, ob ich da ein Let's Play von mache, auf jeden Fall werde ich da wahrscheinlich so eine Roadtrip-Sache mit raus machen, die sicherlich auch ganz cool wird und Formel 1 werde ich dann wieder auf meinen Kanal aufnehmen, wenn es in der Next Gen
Version auf den Markt, kommt also irgendwann Anfang Mitte 2015. Ja, ansonsten kommt auch natürlich am Freitag, habe ich ja schon gesagt, Gran Turismo 6, das Let's Play und auch die Videos zur OSR GT3 World Championship. Und am Samstag steht jetzt hier auch noch nicht mit im Plan drin. Da wird natürlich dann auch werden die Videos zur GCHD Endurance Serie kommen. Und auch wieder immer dieses Outlast Spezial Let's Play sozusagen, was ich da mit den zwei Kollegen gemacht habe. Aber wie gesagt, das ist immer alles nur extra. Ja, so viel zu den Upload-Plänen. Ich hoffe, die gefallen euch, dass euch dieses Programm generell gefällt. Im November wird dann, wie gesagt, dann auch noch Project Cars dazukommen und The Crew. Also da wird einiges Geiles kommen jetzt, rennspielmäßig. Ich freue mich mega drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, über eure Meinung würde ich mich auch sehr freuen. Der Plan bleibt jetzt zwar erstmal so stehen, aber da werde ich mir natürlich für die Zukunft auch Gedanken machen, was ihr so sehen wollt. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis dann.